Alter, guck mal bitte nach hier hin. Lol, was ist denn da? Was geht auf dem Meer da ab? Lol. What the holy fuck ist das bitte? Das sieht krass aus. Autowechsel machen. So. Oder wollen wir mit beiden fahren? Ich würde mal sagen, mit beiden fahren. Okay. Lol, Zombie einfach gespawnt. Lol, Zombie gespawnt. Alter, das ist immer voll fett mit der Brücke und so. Lol. Ich zieh an dir vorbei. Ich fahr 140. Ja, ich fahr 88. Also ich wähle dafür, dass wir nur ein Auto haben, irgendwie. Ja, dann würde ich mal sagen, stopp und so. Ja, du stoppst. Ich auch, aber du als erstes. Ja, dann Engine off. Ja, dann würde ich mal sagen, umlagern und so, ne? Richtig. Und zwar alles. Ich guck mal ganz kurz, ob das Ding hier überhaupt was drin hatte. Ja, ey, da hat ein Engine drin. Lol. Lol, nice. Ich mach mal ganz kurz meine Engine heile. Ja, mach das mal. So, dann ich tu mir ganz kurz ein paar Standardmagazine rein, dass ich schon mal ein bisschen umlagern kann. Ein paar Bloodbags. Ich bräuchte auf dem hier am besten auch noch ein Left Front Wheel, weil das ist verdammt angeschlagen. Haben wir ja auch drin. Weil der Reifen ist sonst nämlich bald im Arsch. So, sonst haben wir alles mit dem, was hier drin war. Engine ist jetzt wieder komplett heile. Würde ich mal sagen, ne? Okay. Das Ding ist reinlaufen? Ne, doch nicht. Ah! Stehst im Weg. So, hier. Ich nehme mal die Bloodbags einmal raus und das Campingtent nehme ich mit. Das kann man dann schon mal da einlagern. Also wir haben echt extrem viele DMR-Magazine, da können wir auch mal ein paar rauswerfen irgendwann. Also weil ich weiß nicht, wir haben 13 Stück halt. Ja, so, wohl rauswerfen. So viele brauchen wir niemals im Leben. Also ich tue jetzt mal hier, soll ich mal 10 Stück reinmachen? Den Rest lassen wir mal in dem Auto einfach drin. Und versenken das Auto gleich oder so. Ja, können wir machen. Okay. Scrap Metal. So, ich nehme das Car Wheel mal raus, aber das packe ich jetzt momentan noch rein, weil momentan geht's mit dem Plan noch. Du kannst dich ja gleich mal kurz in das Auto reinsetzen, wo wir bisher gefahren sind. Das ist viel angeschlagener als das, was du hast. Ja, bei dem fehlt halt, wie gesagt, jetzt nur noch das eine Wheel. So, die M107 Muni nehmen wir aber auf jeden Fall mit, falls wir nämlich eine M107 finden. Ja. Oder halt eine AS50 für mich, dann kann ich damit nämlich dann rumballern. Kann man die hier finden? Ja. Hat ja doch gestern einer geschrieben. Achso, ja, stimmt. So, Smokes lassen wir aber halt auch die anderen zwei drin. Ich nehme jetzt nur die drei grünen mit, weil Smoke brauchen wir nicht so viele. Ja, ich habe die anderen Smokes jetzt schon reingetan. Sind halt nämlich jetzt nur dann zur Ablenkung. Ja, dann haben wir insgesamt... Lol. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass der Wagen voll ist. Warte mal. Nee, doch nicht. Lol. Ich hatte gerade so leicht das Gefühl, dass der Wagen voll war. Ich muss mal das Standard-Magazin wieder mit rausnehmen. So. Alles klar. Ja, das dürfte dann hier alles gewesen sein. Hier sind jetzt nur noch drei... Lol, hier sind drei DMR-Magazine drin. Ja, die habe ich da drin gelassen. Wollen wir das Auto gleich versenken? Ja. Ich tue das gleich versenken und dann... Hier rechts einfach. Siehst du, wie das aussieht? Also es ist schon... Ja. Einfach hier rechts oder so, oder? Warte, ich muss es in der Aufnahme drin haben. Ja. Wie er da runterfährt und es einfach versenkt, Alter. Solange du nicht drauf gehst, jetzt ist alles okay. Kannst du noch weiterfahren? Okay, ich glaube jetzt... Oh, jetzt soll ich aber ganz schnell weg, weil das Ding hier wird gleich in die Luft fliegen. No. Brennt das schon? Nee, gerade noch nichts. Lass mal kurz. Ah, jetzt. So, jetzt ist es abgesackt. Jetzt ist es abgesackt und kaputt. Ja, ich seh's. Okay. Gut. Dann haben wir das schon mal erfolgreich. Soll ich denn fahren? Weil dann habe ich nämlich zumindest nicht so die FPS-Lags. Ja, warte mal. Was ist denn überhaupt auf der anderen Insel? Auf welche Insel sind wir jetzt eigentlich gefahren? Ganz oben rechts. Lol, hier sollen anscheinend zwei Krankenhäuser sein auf dieser kleinen Insel hier.
Hä? Warte mal. Moment. Das dürfte direkt hier auf der Insel sein, dürften zwei Krankenhäuser sein. Was aber. Hä? Das kann ja gar nicht sein. Nein, hier auf der Insel sind keine Krankenhäuser. Naja, laut Outgame-Map schon. Aber hier direkt rechts soll das sein, aber irgendwie scheint dem nicht so. Na gut. Ja, wir haben halt noch ein Krankenhaus in also mittig der Insel. Und zwar auf dem Berg. Auf dem Berg mit dieser Ölpumpstation in Koordinaten 88, 80. Da soll noch ein Krankenhaus sein. What the fuck? Alter, guck mal bitte nach hier hin. Lol, was ist denn da? Was geht auf dem Meer da ab? Lol. What the holy fuck ist das bitte? Das sieht krass aus, ja. What the holy fuck ist das bitte? Wie viel Schrott da einfach mal auf dem Meer schwebt, Alter. Ja, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, wollen wir zu dem anderen Krankenhaus noch hinfahren? Ja, können wir machen. What the fuck, Alter. Ich guck gerade halt nur so zur Seite und sehe, dass da der ganze Schrott ist. Ich denk so, was? Ja, sah ja aus wie so Steine oder sowas, die da so rausragen, aber irgendwie doch keine Steine. Ja, wie gesagt, soll ich sonst fahren denn? Ja, ich weiß nicht, ist es auch viel besser, wenn du fährst? Ja, weil dann habe ich weniger von diesen FPS-Abbrüchen. Okay, wenn du meinst. Weil das hattest du ja gerade eben gesehen, ich hatte ja andauernd diese FPS-Abbrüche. So, weißt du, wo es ist? Links von uns auch nochmal. Ja, habe ich gesehen. Weißt du, wo es ist? Nö, du kannst mich aber ein bisschen navigieren. Okay. Jo, einfach mal geradeaus weiterfahren. Also von der Lenkung her ist der hier aber echt, verdammt schwer. Ja, finde ich jetzt nicht. Ich finde den eigentlich voll gut. Ja, der hat eigentlich so eine schön schwere Lenkung wie hier Dings, wie so ein Bus circa. Ja, ja. Ja, da ist ein Hangar da drüben, lol. Hier ist so ein Mini-Airfield oder was? Naja. Hier jedenfalls einfach mal weiterfahren. Da vorne kannst du ja gleich tanken noch. Jupp, das werde ich jetzt auch eindeutig machen. Ja, und dann. Auto-Refuel, Bitches. Und voll. Und dann weiterfahren hier geradeaus. Geradeaus? Ja. Und sobald der Weg aufhört, links fahren. Also hier dieser Feldweg, einfach den links fahren. Entlang. Und dann, ja, geht's weiter. Die nächste Kreuzung, die nach rechts fährt, die nicht lang fahren. Also einfach geradeaus weiter. Und dann dürft ihr jetzt da oben bei dem Turm. Bei dem Turm wird das angezeigt, aber irgendwie ist da auch kein Krankenhaus. Alter, die wollen uns voll verarschen, die Leute. Also hier rechts sollte das theoretisch sein. Also hier ist halt nochmal so ein Medical-Zeichen halt, ne? So ein rotes Kreuz. Okay, what the fuck? Die Leute wollen uns verarschen, glaube ich. Oder die Map will uns verarschen. Ja gut, ansonsten ist hier halt nichts mehr eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf der Insel. Das Einzige ist, wir können halt nochmal kurz ein bisschen... Ah, Busch! Alter. Wir können nochmal kurz ein bisschen hier so rumfahren, dass wir die ganzen Ecken davon sehen, weil es kann, glaube ich, hier auch Crash-Sites spawnen. Okay. Jo, machen wir das. Ich weiß nicht, ob man vielleicht hier, Nein, ich soll doch nach vorne gucken und nicht zur Seite! Alter! Ja, ich guck ja schon. Ansonsten könnte man vielleicht sagen, dass wir hier auch irgendwie ausloggen oder sowas, oder ich weiß nicht. I don't know. Da oben ist noch ein Farmgebäude. Da hinten haben wir noch ein Häuschen. Das, da können wir eigentlich vorbeigehen mal, oder? Ja. Aber Crash-Sites sehe ich hier gar nicht. Nö, ich auch nicht. Soll ich aussteigen schon? Jo, mach du mal. Steig mal kurz aus. Yay, Zombies. Oh lol, hier unten ist auch noch ein Dörfchen. Okay. Ist das überhaupt Industrial? Hoppala!
Oh! Hoppala! Was denn? Ja. Ich hab grad eine Pflanze mitgenommen und in einen Reifen geschrottet. Oh Mann, Alter. Ich glaube, ich fahr doch eher lieber wieder. So. Also irgendwie ist das hier ein creepy Industrial Spawn. Nee, das ist Industrial. Geh mal zurück. Also geh mal die Treppe noch hoch. Ja, da war ich schon, da war nichts. Ich bin ja von oben rein. Ja, dann ist hier nämlich einfach noch nichts gespawnt. Ja, hier ist schon was, aber halt nicht, was wir brauchen. Achso, ja, na dann. Hier oben ist auch noch nichts. Nee, ganz oben spawnt nichts. Okay. Ah, da muss ich jetzt mal ganz kurz ins Auto und erstmal Autoeile machen. In dem anderen Gebäude gegenüber ist da irgendwas oder kann da auch was spawnen? Das weiß ich nicht. Das Gebäude habe ich noch nie so wirklich geguckt oder gesehen, auch eher. Ich auch nicht. Ich gehe mal rein, ich guck mal. So. Okay, auf jeden Fall sieht das Gebäude creepy aus. Sieht irgendwie auch so ein Gefängnis, so ein bisschen. Ja, doch, hier kann was spawnen. Wenn ich die Türen hier aufmache, aber hier liegt nichts hinter den Türen, okay. Ich gehe mal hoch. Alter, das sieht echt voll creepy aus, das Gebäude, muss ich sagen. Ja, hier spawnen Binoculars im Boden drin. Also quasi haben nur oben die zwei Gläser noch rausgeguckt. Okay. Auch nicht schlecht. Alter, wie viele Zombies hier schon wieder kommen? Oh, lol, Alice Pack. Aber du hast ja ein besseres, ne? Ja, ich hab's Coyote. Okay, willst du dann stehen bleiben? Stehen bleiben. Ah! Steigen Sie ein. So, bin drin. So, Moment, dann. Ja, ich weiß nicht, wo wir jetzt hinfahren. Dahin, wo die ganz vielen Büsche sind. Nicht gut. Alter, pass auf, ne? So, dann sind wir nämlich hier so ein bisschen neben der Stadt. Wir können hier ausloggen. So, genau. Oh, das heißt, dann muss ich jetzt bis 1 Uhr dann circa warten, bis du wieder da bist. Ja, wie schon gesagt, ich werde dich einfach via WhatsApp auf dem Laufenden halten, wie es aussieht, wann ich wieder da bin und so weiter. Und so, okay. Und dann schauen wir mal. Aber wenn du willst, kannst du auch schon irgendwie hier noch ein bisschen rumgammeln oder so, halt irgendwie nicht wegfahren, dass wir nachher dann irgendwie noch 100 Jahre warten müssen, bis du wieder da bist oder sowas. Keine Ahnung. Nee. Ich werde schon nicht weiterspielen. Okay. Ich tue jetzt einfach kurz jetzt erstmal was zu essen machen. Dann nochmal eine Runde baden gehen. Damit kann ich auch schon mal nochmal eine Stunde totschlagen. Und dann werde ich einfach ein anderes Game zocken. Okay. So lange. Ja gut, Leute, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Nachher. Nächster Part. Keine Ahnung.